Vasiljev. Viele Freunde an den Klingenthaler trainieren auf mit seinem Trainer. Und auch das Arena-Publikum an diesem... Arena! Attacke! Springer kommt. Die Russen sind gekommen, das war jetzt der letzte. Die russische Mannschaft, wir freuen uns auf den Torino. Die russische Fahne in der Hand von Wolfgang Steyert. Steht noch im Wind, hat noch kein Freizeichen. Jetzt kommt es. Denis Kornilov. Und viele testen sich und tasten sich langsam an den Backen heran. Dann bleibt ja nur dieser eine Sprung. 116 Meter, weil also 16 Meters. Die Startnummer 35 und da wird es wieder laut. Die russische Mannschaft bleibt gern hier in Klingenthal, auch im Trainingslager. Heute hier also zum Weltcup, gerade von Wolfgang Steyert. 117 Meter für Ilja Rosniakow. 117 Meters. Und wir bleiben in Russland.